Herzlich willkommen im Herzenberg Orakel, hier ist die Roswitha. Ich begrüße euch zu einer neuen Legung und schauen wir mal mit dem Magic Art Tarot von Sabine Schramm. Legen wir heute mal das Beziehungsspiel. Die Sabine hat in ihrer Box im Tarot hier ein paar Übersichten, ein paar Legesysteme beschrieben und wir schauen uns heute das Beziehungsspiel an, also so eine Art Spiegellegung mit Tarot. Euer Thema. Deine Gefühle, Gedanken, die Gedanken, Gefühle deines Gegenübers und euer Verhalten nach außen, beziehungsweise wie geht es da weiter? Das schauen wir mal jetzt rein. Es ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für jeden stimmig sein. Bitte denk dran. Ja, dann schauen wir mal, ob du hier in Resonanz gehst. Jetzt schauen wir als erstes die Karte zum Thema in deiner Beziehung, auf die du schaust. Das kann mit einem Menschen der romantischen Art sein, es kann ein Familienmitglied sein, eine Freundschaft. Und es geht, ja, dem Acht der Münzen geht es darum, dass hier an der Beziehung gearbeitet wird. Jetzt schauen wir doch gleich mit dem Epic Light Lenormand von Katrin Bergmann weiter drauf. Was gibt es da zu klären? Die Acht der Münzen. Es wird an der Beziehung gearbeitet. Es gibt viel zu tun. Es geht auch da, ja, vielleicht finanziell sich gut aufzustellen, gut für die Beziehung so zu sorgen. Da ist man fleißig, da sorgt man für materielle Sicherheit, das Außen drumherum. Man baut sich zusammen etwas auf. Es geht auch darum, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Es ist ja immer so die Lehrlingskarte. Also da arbeitet jemand dran an sieben Münzen und hat er schon. Na, die achte hängt auch schon an der Wand hier. Okay, also. Und ja, man geht Schritt für Schritt voran und verbessert und arbeitet weiter dran, damit man hier das volle Potenzial erreicht. Eine Klärung bitte. Ja, das ist die Arbeit am Beziehungsglück, am Glück, am Wohlstand, ja, der Zufriedenheit, was man hier erreichen möchte. Genau. Dann schauen wir mal. Jetzt kommst du. Wir schauen jetzt mal deine Gedanken. Wenn du auf diese Beziehung schaust, was sind deine Gedanken dazu? Das war ein bisschen viel, aber die Liebenden schon mal sehr gut. Ich möchte nur eine Karte. Deine Gedanken. Welche Karte? Aha. Die Neun der Schwerter. Du machst dir da anscheinend Sorgen. Du hast hier Kopfkino, du hast Ängste. Irgendetwas belastet dich schwer gerade. Schauen wir mal, worum geht es da. Hast du schlaflose Nächte? Es geht um eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Neue Wege. Ja, schauen wir mal. Ich hätte gern noch eine Karte. Worum geht es denn bei dieser Entscheidung? Ja, die Sicherheit, die Stabilität, das ist irgendwie noch ungewiss alles. Und du möchtest hier in die Sicherheit, in Stabilität, aber es wird ja gerade daran gearbeitet, so viel kann man ja sagen. Schauen wir mal weiter. Was fühlst du denn in dieser Beziehung? Der Page der Münzen. Das ist ja eine Karte, die dir eine wertvolle Chance, eine gute Gelegenheit zeigt. Du bekommst hier eine Münze, mit der du was aufbauen kannst. Das ist eine sichere Chance, eine wertvolle, eine gute Gelegenheit. Es geht auch darum, vielleicht im richtigen Moment zuzugreifen. Es kann sein, dass du dir hier Gedanken machst um deine berufliche Situation, um die Stabilität. Vielleicht geht es gerade
Ja, in der Beziehung, okay, du schaust um finanzielle Sicherheit, um materielles Wachstum. Vielleicht versuchst du gerade einen neuen Job dir zu angeln und hast da ja gerade ein bisschen Kopfkino, was das angeht. Und bist am Hin und Her überlegen. Also ja, es kann schon sein. Aber die Parship der Münzen zeigt eigentlich vom Gefühl her, kannst du dich da auf dein Gefühl verlassen. Das zeigt sich hier eine gute Gelegenheit. Es kann sehr bereichernd sein, worüber du nachdenkst. Du wünschst dir vielleicht auch etwas, wo du weiterkommst. Ja, es geht hier um Wunscherfüllung, um Klarheit auch, um deine Intuition. Also schauen wir mal weiter. Wie geht's denn da weiter im Außen? Was tust du? Wie verhältst du dich im Außen in dieser Beziehung in Bezug auf euer Thema? Ne? Und wenn es hier nicht um Berufliches geht, dann suchst du vielleicht einfach den Halt und die Sicherheit in dieser Verbindung, in dieser emotionalen Verbindung zu diesem Menschen. Machst dir vielleicht auch viele, viele Sorgen und Gedanken, die du gar nicht haben müsstest. Ja, und nach außen hin, da haben wir hier den Teufel. Der zeigt so ein bisschen, dass du dich in Abhängigkeiten befindest oder dich, ja, du siehst dich in einer Abhängigkeit vielleicht. Du hast das Gefühl, dass du da nicht frei handeln kannst. Das sind hier zwei, die hier in Ketten da sitzen und irgendwie, ja, gequält schauen. Man kann sich irgendwie nicht lösen von etwas. Schauen wir weiter, da kamen ja noch zwei. Das Ass der Münzen. Also das ist so die Glückskarte. Das ist eine Chance, ein Geschenk des Himmels. Da liegt auf deinem Weg, liegt eine Chance, eine wertvolle Chance auf einen Neubeginn. Du kannst dich aus diesen Ketten befreien. Mit den sieben der Schwertern ist das eine Situation, du kannst dich davor nicht mehr drücken. Also es geht hier darum, sich aus dieser Abhängigkeit, vielleicht sind es Süchte, vielleicht sind es kreisende Gedanken, die Gedanken, die dich an eine ungute Situation ketten. Also vielleicht machst du dir da zu viele Gedanken, die darfst du hinter dir lassen. Da ist eine Chance für dich, einen neuen Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass du dich hier im Kreis drehst und dir, ja, und zu wenig auf deinen Bauch, auf dein Herz hörst. Mit dem Ass der Münzen kommt da eine ganz tolle Chance auf dich zu und die hat mit einem Gegenüber zu tun. Das Gegenüber, auf den du schaust in dieser Beziehung. Schauen wir mal weiter. Das Buch und das Kreuz. Also, da darfst du vielleicht auch, ja, dir selber die Erlaubnis geben, dich von jemandem zu befreien oder das. Also das muss ja nicht Trennung heißen, aber so dich so vollkommen abhängig von jemand anders zu machen oder ja, wenn es hier um Finanzielles geht, geh deinen eigenen Weg. Das ist deine Aufgabe hier. Du hast eine tolle Gelegenheit, da kommt eine ganz tolle Chance auf dich zu, dein Glück zu machen, dich sicher zu fühlen mit dir selbst, mit dem, was du hast, was du erreichen kannst. Und schauen wir mal, ja, und hier ist der Ausgleich am Unterdeck gerade. Also geben und nehmen darf wieder in Einklang kommen. Die Waagschale darf ausgewogen sein. Du kannst dich hier aus diesem Ungleichgewicht befreien. Es geht ja um Stabilität. Du hast die Möglichkeit, für dich einen neuen Weg zu gehen, auch wenn
da Unsicherheit herrscht und du nicht klar sehen kannst, aber du spürst es klar. Du spürst, dass hier eine Chance ist, ein Impuls, einen Weg zu gehen, etwas zu tun. Vielleicht hast du eine Idee und du bekommst Unterstützung. Du hast eine Idee, dein eigenes Geld zu verdienen oder noch was dazu zu verdienen. Du kannst etwas absichern und befreist dich hier von Abhängigkeiten zu deinem Partner oder ja, zu jemandem, der dir ein ungutes Gefühl gibt. Also irgendwie, oder du hast ein Gefühl, du liegst jemandem vielleicht aus der Tasche oder so und das kannst du hier verändern. Schauen wir mal weiter. Dein Gegenüber, was ist, sind seine Gedanken? Also ich rede von ihm, ich rede aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Es kann sich natürlich auch um eine Frau handeln. Drehst dir einfach um, wie es dir passt, wie es für dich Sinn macht. Und Gedanken, da haben wir die vier der Schwerter, also auch wieder Schwertenergie und ja, da ruht etwas, da gönnt sich jemand eine Pause, da will jemand nicht drüber nachdenken und ja, muss sich ausruhen, zurückziehen, vielleicht eben drüber nachdenken. Es geht um ja, kleine Schritte, einen Neuanfang, vielleicht geht es auch um Kinder, wie man die Kinder absichert, wie man da Vermögen aufbaut. Vielleicht geht es darum, ja, wie man eben in kleinen Schritten weiterkommt in der Beziehung. Ich rede jetzt immer von Geld, aber natürlich kann es auch emotionaler Reichtum sein, um den es hier geht, dass ihr daran arbeitet, wie ihr mehr Bindung zueinander aufbaut. Dein Gegenüber denkt er darüber nach, er zieht sich zurück, er macht sich Gedanken so in kleinen Schritten, er will dich ja auch vielleicht nicht überfordern, euch beide nicht überfordern, er möchte wieder mehr Leichtigkeit reinbringen. Schauen wir mal, was fühlt dein Gegenüber? Da mal die Sechs der Stäbe. Also die Sechs der Stäbe ist zum einen eine Nachrichtenkarte, dann ist es hier aber auch so den Sieg reinholen, den Erfolg in der Beziehung. Also dein Gegenüber ist sich sicher, dass es klappt, dass ihr das hinkriegt, dass diese Verbindung mit dir, egal um was es hier geht, dass die erfolgreich sein wird, dass man es eine feste, eine sichere Position hat. Also er fühlt sich stabil in dieser Verbindung, in diesem emotionalen oder auch materiellen Sinne mit dir. Schauen wir mal. Ja, das passt alles. Es ist harmonisch. Es ist schön. Also dein Gegenüber ist auf jeden Fall zufrieden, sage ich mal. Was zeigt sich nach außen? Wie ist das Verhalten nach außen? Was kommt da als nächstes? Das Gericht. Das Gericht. Das Gericht ist auch so die, zum einen natürlich, da befreit man sich von etwas. Das ist eine Lösung oder Erlösung, eine neue Chance. Ja, auch so das Wiederauferstehen, wieder auftauchen, das Handeln, da handelt jemand, da gibt es eine neue Chance. Und am Unterdeck haben wir die fünf der Kelche. Also wenn hier ein Mangel herrscht, dann wird sich das ändern. Dein Gegenüber arbeitet genauso daran, wie du da auch daran arbeitest, dich da ein bisschen sicherer zu fühlen, dir mehr zu trauen. Der Fuchs, da hätte ich gern noch eine Karte. Ja, also da, vielleicht sind da noch Unklarheiten oder Themen, die noch nicht ausgesprochen worden sind, Gefühle, die noch nicht ausgesprochen worden sind, Pläne, Strategien, aber da wird sich etwas lösen. Dein Gegenüber hat einen Plan, der ja, die Strategie oder einen Plan, da ist jemand auch vorsichtig.
Aber das hat einen guten Grund. Er will nämlich das volle Glück, ja. Und ja, am Unterdeck der Hund, das ist ja auch die Pfade der Seelenliebe oder einfach, wenn es hier nicht um die Liebe geht, das Vertrauen, die Loyalität, die Verbundenheit, die Treue. Also hier sind zwei, die am selben arbeiten, die treu sind, die sich den Raum geben. Also du darfst dir den Raum nehmen, dein eigenes Ding zu machen, auch dennoch, wenn es hier um Beziehung geht, und dich freier zu fühlen, Chancen zu ergreifen. Es geht auch darum, vielleicht Unterstützung zu erfahren von deinem Gegenüber. Der hat ja vielleicht schon einen Plan oder eine Idee, wie es da, ja, wie das noch verfeinert, verschönert werden kann. Und irgendetwas ist hier im Mangel, wie fünf der Kelche. Und da haben wir den Pagen der Stäbe. Also da ist bisher vielleicht zu wenig Tatkraft, zu wenig Feuer, zu wenig Impuls gewesen, um ins Wachstum zu gehen. Das soll sich ändern. Das soll sich ändern. Das wird sich ändern. Daran arbeitet ihr beide. Okay. Spannende Legung. Okay. Ja, das war das Beziehungsspiel. Quasi eine Spiegellegung mal etwas anders. Und ja, damit ende ich das und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Legung. Ciao, ciao.